Hallo, meine Lieben. Ja, ich möchte heute wieder mal was mit euch basteln. Und zwar so eine Box hier, die einen Deckel hat. Und dekoriert habe ich die mit den Schmetterlingen aus dem Action. Ja, und die gehen wirklich ziemlich schnell zusammen zu basteln. Allerdings braucht es ein bisschen länger, bis der Boden klebt. Und deswegen werde ich dieses Video auch quasi in zwei Teilen machen. Also für euch natürlich nur ein Teil, aber für mich, ich werde es in zwei Teilen aufnehmen. Ich werde jetzt quasi das Gerüst bauen und dann über Nacht durchtrocknen lassen. Und morgen früh werde ich dann weiter filmen und werde dann eben dekorieren. So, wir fangen aber an. Und zwar denke ich mir immer, ich habe so viele von diesen großen Actionblöcken. Und irgendwie weiß ich immer nicht so richtig, was ich damit anfangen soll. Und ich finde, für diese hier geht das super, weil das Papier nicht so dolle irgendwie geknickt wird oder so und dadurch eben auch nicht reißen kann. So, und jetzt habe ich mir hier den einen Block rausgesucht, diesen Vintage-Block. Könnt ihr natürlich jeden Block nehmen, den ihr wollt. Und jetzt schaue ich mal, nehme ich hier gleich diesen Rest oder suche ich mir da was anderes aus. Ich schaue einfach noch mal kurz durch. Also ich finde, man kann da auch sehr gut Papier verarbeiten, was man vielleicht gar nicht so gerne mag. Und dann eben durch die Deko auf der Box hat man dann eben doch wieder was Schönes. Das Papier gefällt mir eigentlich ganz gut. Also ja, diese Vintage-Blöcke gefallen mir ja sowieso sehr gut. Das muss ich ja noch dazu sagen. Und dann ist es auch nicht so einfach, sich einig zu werden. So, und bevor ich jetzt hier wirklich den kompletten Block durchgehe, bleibe ich, glaube ich, einfach dabei, hier meinen Rest zu verarbeiten. Ihr seht, ich habe hier zwei Stücken von liegen. Das hier ist übrigens noch ein Rest von dem hier, was ich da habe. Ja. Und das funktioniert auch schon ganz einfach. Wir nehmen uns unser Schneidbrett. Und jetzt ist das euch überlassen, wie hoch ihr euer Schächtelchen haben wollt. Ich nehme hier in meinem Fall jetzt 15 cm. Zack. Das wird also die Höhe meiner Box. Ihr seht, ich mache hier diesmal eine ziemlich große. Und es bleibt auch euch überlassen, wie groß die in der Breite ist. Also wenn ihr das jetzt mal vergleicht, ne, die ist fast nur doppelt so groß. Ja, aber ich glaube, ich mache diesmal wirklich eine große. Ja, und für den Deckel nehme ich dann auch gleich dieses Stück hier. Ach so, jetzt muss ich mal gucken. Danach geht das jetzt, wie groß ich meine Box tatsächlich mache. Und zwar muss ich ja genug Platz unten haben. Und da sehe ich schon, ich habe nicht so viel Platz, also mache ich die ein bisschen schmaler. Ja, und ihr könnt euch das schon denken, das geht jetzt ganz easy. Also entweder messt ihr euch das hier ein bisschen ab und schneidet hier jetzt noch mal so ein Stückchen ab. Also könntet euch jetzt mit einem Stift was markieren und das eben abschneiden. Oder ihr lasst es einfach so und klebt es komplett zusammen. Das ist theoretisch ist es egal. Wie gesagt, ich gucke jetzt bei meiner Größe, weil ich hier noch diesen Rest habe, dass ich eben in der Größe so groß bleibe, also im Umfang, dass es mir noch hier drauf passt. Und ich werde mir jetzt hier ein Stück abschneiden. Also ich werde mir jetzt hier so eine Markierung machen. Nehme ich mir jetzt mal irgendeinen Stift, den ich hier gerade zu fassen kriege, völlig egal welchen. Einfach nur, damit ich mir hier so eine kleine Markierung mache. Zack. So. Und dann nehme ich mir noch mal das Brettchen hier und lege mir meine Markierung hier genau an diese Rille. Gucke, dass ich hier schön gerade bin, dass ich es mir auch gerade abschneide und weg damit. Das war's schon. So, als nächstes nehme ich mir natürlich meinen Kleber. Und ich möchte aber die Box nicht mit dem dunklen nach außen haben, sondern mit dem hellen, glaube ich. Ich schaue gerade noch mal, was mir besser gefällt.
Vielleicht mache ich es auch so, dass ich den Deckel dunkel mache und die Box hell. Das finde ich eigentlich ganz schön. So mache ich es. Ja, und die Seite, die ihr dann außen haben wollt, legt ihr euch nach oben und macht euch hier an den Rand eben ein bisschen Kleber. Schwupp. So, macht euch dann quasi so eine Rolle daraus. Das ist immer ein bisschen fummelig, weil man natürlich darauf achten muss, dass man gerade kommt. Also schwupp. Deswegen nehme ich hier auf jeden Fall Flüssigkleber. Und ja, jetzt habe ich hier natürlich nicht nah genug an den Rand gearbeitet. Das ist aber nicht wild. Mache ich mir hier innen einfach nochmal welchen. So. Jetzt habe ich an der Außen- und an der Innenseite Kleber. Das ist völlig in Ordnung. So, Hauptsache der Rand steht mir nachher nicht ab. So, und ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu groß gekommen, dass es hier auch wirklich noch drauf passt. Ja, es passt noch, wunderbar. Okay, so, die gieße mir hier noch mal ein bisschen gerade. So, und als nächstes nehme ich mir den Deckel und den lege ich mir jetzt hier einmal, um mein Teil herum. So. Nicht zu straff, aber auch nicht zu locker. Also es sollte sich schon noch bewegen, aber eben nicht zu viel Spiel haben. Dann wird der Deckel ein bisschen zu locker und wenn er zu wenig hat, dann ja, ist er zu eng, dann passt er nicht mehr. Also so in etwa. Und ja, jetzt mache ich mir hier kurz den Finger hin, wegen der Markierung. Schwupp. So eine kleine Markierung und dann mache ich hier das gleiche, schneide mir hier einfach noch mal so ein Stückchen ab, lege mir das hier wieder genau auf die Rille, schwupp, weg damit. Ja, und das war theoretisch auch schon das ganze Zauberwerk. Jetzt werde ich das hier auch noch einmal zusammenkleben. Da mache ich es jetzt so, ich lege es mir wieder hier drum, halte es hier einmal fest. Dann versuche ich den Deckel aufzukriegen. So. Und mache mir hier schön an den Rand ausreichend Kleber. Schwupp. Und dann lege ich es mir hier rum. Und schaue eben einfach nur, dass ich es wirklich schön gerade ziehe. Achtet darauf, dass ich es weder zu fest noch zu locker habe. Übrigen Kleber streiche ich mir einfach raus. So. Ja, und wenn ich es so locker drum habe, dann nehme ich es ab und drücke es eben nochmal schön fest. Das war's schon. Hier vorne hebt es sich irgendwie so ab. Ja. Macht man sich dann einfach nochmal ein bisschen Kleber zwischen. Lieber ein bisschen zu viel Kleber, als wenn es nachher nicht hält. So. Ja, ich habe hier schon wieder das Problem in meinem Zimmer, dass es so warm ist und dass der Kleber mir dann nicht so gut hält. So, jetzt aber. So, nochmal testen. Jawohl, passt super drüber. Ja, und jetzt kommt schon der letzte Schritt. Und zwar müssen die Teile natürlich hier drauf geklebt werden. Und dafür nehme ich mir auch wieder einfach nur meinen Kleber und mache mir hier an die Ränder einmal ringsrum ordentlich Kleber. Also das mache ich wirklich ziemlich dick. Das macht auch nichts, bis ihr da einmal rumgekommen seid. Kann das gut sein, dass das ein bisschen runtergelaufen ist. Das macht gar nichts.
Ist auch nicht so schlimm, wenn ihr an einer Stelle noch ein bisschen mehr habt als an den anderen. Hauptsache, ihr habt nicht zu wenig. So, und wenn ich das einmal ringsrum gemacht habe, hier habe ich irgendwie keinen Kleber, dann gucke ich nochmal, ob hier irgendwelche Stellen sind, wo gar kein Kleber ist. Da gehe ich dann einfach nochmal dran lang. Ihr seht, es läuft bei mir hier auch runter, das ist aber überhaupt kein Problem, weil das gleich wieder in die andere Richtung laufen wird. So, und dann stelle ich mir das hier einfach drauf, schön nah an die Ränder, so dass ich da nicht so viel Papier verschwende, aber dann auch genug Platz habe. Jetzt gucke ich mal, passt es? Jawohl, ich beschwere mir das jetzt hier mit meinen Acrylblöcken. Und dann nehme ich mir die zweite Seite und mache das ganz genauso. Hier auch einfach wieder einmal schön dick Kleber drumherum. Ja, lieber noch einmal zurück. Lieber ein bisschen mehr. So, das haben wir auch. Ja, und dann mache ich das Gleiche. Auch einfach nur hier drauf stellen. Der Kleber wird wieder in die andere Richtung laufen. Und auch das hier beschwere ich mir. Und hier muss ich gerade mal gucken. Das ist so ein bisschen nicht so ganz rund. So, ja, und so lasse ich das jetzt bis morgen früh stehen und austrocknen und den Kleber aushärten. Ihr könnt jetzt, wenn ihr wollt, euch noch so ein Pinselchen schnappen und hier den Kleber einfach noch ein bisschen so verteilen. Ich glaube, ihr seht das jetzt von oben nicht so gut. Also der ganze Kleber, der hier jetzt so rausquillt, den kann man hier jetzt schön noch einmal drumherum streichen, dass man wirklich so eine schöne Schicht bekommt. Schwupp. Na, hier läuft, glaube ich, mehr Kleber nach innen als nach außen, aber das ist auch kein Problem. Hauptsache, es quillt überhaupt irgendwo, dann ist nämlich genug Kleber drauf. So, ich versuche das mal hier vorsichtig zu drehen, ohne dass mir das alles runterfliegt. So. Ja, und wenn ihr dann das Gefühl habt, so wie bei mir jetzt hier zum Beispiel, dass das einfach zu wenig Kleber ist, dann nehme ich mir hier noch ein bisschen was auf dem Pinsel drauf und schmiere mir hier einfach noch was hin, dass ich wirklich auf der sicheren Seite bin, dass mir der Boden und der Deckel eben gut drauf klebt, dass mir das nicht irgendwann wieder abfliegt. So, das war's schon mit Schritt Nummer 1. Wie gesagt, ich lasse mir das hier jetzt einfach bis morgen früh stehen, weil dann ist das auf jeden Fall komplett ausgehärtet. Ja, und morgen früh werde ich dann die Kamera wieder starten und werde mit euch den nächsten Schritt sozusagen machen. Also das Zurechtschneiden und das Dekorieren. Ja. Und dann sage ich jetzt erstmal bis morgen. Guten Morgen, meine Lieben. Ja, es geht weiter. Meine Teilchen sind jetzt komplett ausgetrocknet bis zum nächsten Morgen. Und ich werde mir die jetzt zurechtschneiden. Dafür schneide ich die jetzt erstmal hier grob. Und dann schneide ich die am Rand aus. Lass aber überall, ja, so einen Millimeter Platz ungefähr. Und das mache ich natürlich an beiden Rollen. Also vielleicht könnt ihr auch ein bisschen näher einfach schneiden, aber ich
würde es jetzt nicht so empfehlen, weil es dann vielleicht wieder abgeht. So sieht das dann aus. Und ich werde jetzt kurz die andere noch machen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, meine beiden Teile sind jetzt ausgeschnitten und ich mache jetzt noch mal den Toast. Ja, ist ein bisschen fummelig, weil ich habe es ja wirklich eng gemacht, aber jawohl, sie passen. So sieht mein Döschen jetzt aus oder meine Geschenkverpackung, wie auch immer. So, und jetzt habe ich bei diesem hier mir die Schmetterlinge geschnappt, habe mir mein Falzbein geschnappt. Und jetzt muss ich mal gucken von den Größen her, weil die hier, das ist ja doch hier sehr groß. Da kann ich auch diesen großen hier nehmen. Das sieht sehr schön aus. Passt auch von den Farben schön. Und jetzt nehme ich mir einfach mein Falzbein und ziehe hier so ein bisschen über die Flügel, um dem Ganzen hier noch ein bisschen Dimension zu geben. Und dann, wenn ich das gemacht habe, dann mache ich es einmal noch, also von hier quasi, wo der Körper aufhört, noch mal so in die Richtung. Und hier genauso. Schwupp, sowohl. So, und jetzt können wir uns überlegen, wollen wir den großen Schmetterling? Na. Ja, es ist wichtig, dass ihr das schön gerade drauf haltet. Jetzt von der Seite gucken ist ein bisschen doof. Wollt ihr das so wie ich hier machen? Also den großen oben auf den Deckel? Oder an die Seite oder unten an die Seite. Also das bleibt ja komplett euch überlassen. Ich gucke gleich mal, wie ich das mache. Und ich werde mir hier jetzt noch so ein paar kleinere suchen. So, so. Ja, das reicht mir schon. Obwohl, halt mal, da ist noch so einer. Der sieht auch so toll aus. Und der ist noch einen Tucken größer als der. Und dann werde ich mal sehen, ich glaube, ich nehme diese drei und die werde ich dann so nach oben fliegen lassen. Der ganz große, der fliegt oben vorweg. Das gefällt mir ganz gut. So hatte ich das ja auch bei dem, bei einem anderen Teilchen, was ich euch gezeigt habe, mal gemacht. So, jetzt nehme ich mir hier wieder meine Teile, die ich noch über habe, klebe mir die ordentlich drauf. Ja, da bin ich auch nicht geizig mit, weil erstens hält es dann besser und zweitens habe ich davon ja als mehr als genug. So. Ja, können es ruhig 5 sein, ist kein Problem. So. Drück mir die alle wieder schön fest. Zieh mir die Teile ab. Na komm. Ja, das ist manchmal nervig bei den Dingern, die Teile abzupruckeln, die immer ganz gerne noch festhängen. Und ich habe mir auch irgendwann, ich weiß gar nicht bei was, mein Hilfstool so ein ganz bisschen verbogen. Ihr werdet das wahrscheinlich nicht sehen können, aber das hat hier so, ja, hat hier vorne wie so ein Haken jetzt, so einen kleinen. Da bleibe ich auch manchmal dran hängen. So, also schwupp, der kommt hier oben hin, auf den Deckel, so, ja, und dann gucke ich jetzt mal, ich werde hier anfangen, hier mit dem ersten und gehe dann hier so hoch, denke ich, also der größte kommt dann oben hin und hier mache ich das auch wieder überall, einmal kurz so drüber gehen, um den einfach nur ein bisschen mehr Dimension zu verleihen. So. Oh, hier passt nur einer drauf. Ah, geh ab hier. So. Okay, und dann der hier so hin. Den mittleren in die Mitte.
Und den kleinsten dann nach ganz unten. Ja. Und 3 ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber mache ich den einzelnen gleich hier mit drauf, wenn ich ihn schon mal hier habe, ne? So. Na komm. Stell dich doch nicht so an. So, ja, jetzt überlege ich schon, nee, das wird mir zu eng, obwohl Schmetterlinge manchmal ja auch sehr eng zusammenfliegen, aber nee, ich pack ihn hier hin. Und den kleinsten. Zack. Ja, beinahe vergessen. Der hat ein bisschen mehr Dimension und der fliegt ein bisschen mehr in die Richtung. Ja, so sieht das Ganze jetzt aus. Ich finde es sehr schön. Man könnte jetzt natürlich hier auch noch was hin dekorieren. Vielleicht war es auch ein bisschen schade, dass ich ihn so geklebt habe. Ich hätte ihn vielleicht so kleben sollen. Und dann hätte ich mehr hier in die Mitte gehen können und wäre nicht hier so nah an diesem Kleberand. Aber den könnte man ja jetzt theoretisch auch noch mal verstecken und verschönern, indem man da zum Beispiel Strasssteinchen oder sowas dran klebt. Ich werde mal ganz kurz gucken, was ich habe, dass ich hier das einfach noch mal ein bisschen verschönere. So, ich hatte jetzt überlegt, entweder 2 Reihen von diesen hier. Aber ich finde, wenn hier so eine krasse Reihe ist, die von den Farben so intensiv ist, dann kommt das so dolle raus. Ich möchte es ja ein bisschen kaschieren, deswegen nehme ich hier diese matten Farben und achte da jetzt drauf, ob sie, na komm, nehme ich raus. Wo hängt es denn schon wieder? Ich achte jetzt darauf, dass ich hier nicht so eine mega knalligen Farben wie das Rot oder das Pink nehme, sondern eher hier die zarten Farben. Weil, wie gesagt, ich möchte es ja kaschieren und nicht noch hervorheben. Ja, so ist das doch schon viel schöner. Und dann nehme ich mir das nochmal. Einmal hier ein bisschen angehalten. Oh, so bis zu dem... bis zu dem rosanen hier. Jawohl. Na komm. Schwupp. So, und schon hat man auch wieder die Kante, wo man das hinmachen kann. Hier könnte ich noch einen dazwischen machen. Dann ist auch nicht ganz so viel Weiß dazwischen. Also hintereinander meine ich. Dann mache ich hier noch diesen einen Zartrosa mit hin. So. Ja, so ist doch perfekt. Jetzt gefällt es mir. Ja, und hier könnte man jetzt theoretisch alles Mögliche reinpacken, für sich selbst verstauen oder eben verschenken. Und ich würde das, denke ich, zum Beispiel für Fotos machen, wenn ich Fotos verschenken möchte. Und dann kann ich die nämlich so ein bisschen einrollen und so reinschieben. Dafür finde ich es zum Beispiel eine ganz coole Idee. Und dann kann man die Dose eben immer danach dekorieren, was man eben gerade hat. Also wenn zum Beispiel, wenn man Fotos drin hat zum Urlaub oder vom Urlaub,
dann könnte man eben das Außen alles so ein bisschen, je nachdem wo man war, entweder nach Ort dekorieren oder man dekoriert es einfach ja, nach allem, was so typisch urlaubsmäßig aussieht. Man könnte ja zum Beispiel auch schon Fotos, kleinere vielleicht, die vielleicht nicht der Hintergrund nicht so schön ist oder so, könnte man schöne Teile ausschneiden, die auch schon mit draufkleben oder so. Also auf jeden Fall kann man da wie aus jeder Box viele tolle Sachen machen. Ja, meine Lieben, wenn ihr dieses Video hier seht, dann bin ich schon in heller Aufregung, weil es ist kurz vor Abreise. Und also ich denke, so einen Tag bevor ich abreise, werde ich das hier hochladen. Vielleicht auch zwei, mal schauen. Ja, und wie gesagt, dann bin ich schon in Abreisefieber und in meinen letzten Vorbereitungen. Ihr müsst keine Angst haben, in der Zeit, wo ich nicht da bin, habe ich euch natürlich ein paar Videos gemacht. Es wird jede Woche ein Video geben, was dann online kommt. Und ja, wie gesagt, für alle anderen, wer Lust hat, es gibt eine Facebook-Gruppe, die ist allerdings geschlossen. Also ihr müsstet euch dann, unten verlinke ich nochmal den Link zu der Gruppe, dann müsst ihr euch einfach ja, bei der Gruppe halt quasi beantragen, dass ihr Mitglied werdet. Und dann füge ich euch hinzu. Okay, ihr Süßen, das war's von mir. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Quick-Tipp gefallen. Und ich wünsche euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Tschüss.